Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Heute gibt es mal wieder einen Stream-Ausschnitt zu sehen. Ganz viel Spaß. Danke fürs Zuschauen. Bis dahin, macht's gut. Ach, hier bin ich ja gerade eben schon gestartet. Genau an der gleichen Stelle. Und genau in dieser Konstellation mit zwei Leuten neben mir. Freddy. Hab ich gerade noch nicht gerafft. Ja. Dann gehe ich weg. Mal gucken, was er jetzt für Slowdown-Geschichten dabei hat. Claudette steht da und nickt erstmal da unten. Und klickit. Klickert, klickit. Er hat keine Slowdown-Sachen dabei. Meine, die müsste man sonst eigentlich sehen. Hallo? Arbeiten Sie mal mit. Das ist aber nett. Wow, wer war das? Wir hätten den Gen fertig bekommen. Ihr Trottels. An! Haben wir Ruin? Oder was ist das hier gerade rechts? Aha. Totem. Tatsächlich. Er sieht uns an Totems. Er hat Undying dabei. Er hat wahrscheinlich Ruin Undying Kombi. Kann man nicht mal eine normale Runde spielen? Wo man wenigstens so ein bisschen Erfolgserlebnis hat? Ich habe ja nur Kackrunden.
Wenn die jetzt vor meinen Augen vom Haken gesprungen wäre, hätte die gehauen. Okay, Leute, er hat Ruin Undying. Gehe ich von aus. Wir haben zwei brennende Totems auf der Map. Es rennt hoffentlich weg. Schon das Schaf. Aber wird Schon das Schaf nicht mit S-H-A-W-N geschrieben? Schon? Oh nein, dann wird er sich zu mir porten und der ganze Gen ist futsch. Oh, cool. Dann haben wir wahrscheinlich alle Gens in einer Ecke. Schauen. Ist ja noch schlimmer. Ist ja noch schlimmer. Schauen das Schaf. Ja. Jagt euch halt. In der Nähe des Hakens. Ist immer eine gute Idee. It's always a good idea. Ich hoffe, die anderen gehen retten. Kann ich hier den Gen durchziehen? Die gehen nicht retten. Der Gen dort war übelst weit, oder ist der schon an? Oh! Da ist ein Totem. Das hat aber auch nicht geleuchtet, oder? Na toll. Leuchtendes Totem. Das ist eigentlich auch. Typischer Totemplatz. Ja, was war das für eine Animation? Ich fände es viel lustiger, wenn das brennende Totem, wenn die Survivor, wenn die das wegmachen wollen, disconnect. Wenn die erstmal die Kerzen auspusten würden unten.
Käse. Barbecue. Jetzt nöt. Wenn das jetzt nöt gewesen wäre, ich wäre richtig böse geworden. Holy! Oh. Ich hätte nicht mehr gedacht, dass es noch was wird. Toll. Ich hätte sie vor mir rausrennen lassen müssen. Aber er hatte mich halt geschlagen.